Ganz, ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zum neuen Let's Play. Gerade bei mir im Briefkasten gelandet. Far Cry 4. Bin super gespannt. Es spielt im Himalaya und ich bin ein riesen Fan von Tibet und dem ganzen Buddhismus und so weiter. Und dem Film 7 Jahre in Tibet. Zieht euch den rein. Mr. Gale, ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft. Ja, ich quatsche jetzt erstmal nicht so viel. Mal gucken, was das Video hier bringt. Viel Spaß. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kroatische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Die Grafik flasht schon wieder. Also, wegen des Aufstands sehr, sehr geil. Vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwary Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für die Verstorbenen. Dein Pass. Schön. Lass mich reden. Was wollt? Brenzliche Situation. Was ist los? Oha, anscheinend gefallen ihnen unsere Pässe nicht. Okay. Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Du hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Wow. Dezent brutal. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du.
Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen. Okay, geiler Anfang. Na, das klingt ja vielversprechend. Aber ist der Typ jetzt unser Freund oder unser Feind? Also ich hab nicht ganz sicher. Und kontrollier Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal. Es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Oh, das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter... Deine Mutter hey. Andererseits... Sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Alter, was ist das für ein Creep? Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfad. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los! Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe! Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe! Du musst es glauben. Hilfe! Hilfe, nutz dein Zwerchfell! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Okay, das ist anscheinend ein richtig kranker Kunde. Dann werden wir uns mal umschauen hier. Grafisch schon mal der Knaller, auch der Ausblick und so. Aber was sollten denn diese gruseligen Affenköpfe auf dem Tisch, ey? Ohne Scheiß.
zum Teufel? War das richtig oder nicht? Ja, also mit so einem Kunden kann man also unberechenbar halten, ne? Was willst du da reagieren? Und damit komme ich gar nicht klar, ne? Du weißt immer nicht. Ah, okay. Hier ist ja gar nichts interaktiv angezeigt. Oh, okay. Oh yeah. Na, du weißt, dass es schlimmer werden kann. Oh fuck. Also lass uns mal zurückspulen, weil ich will, dass du ganz genau verstehst, was ich will. Also, AJ Gale. Mein Name ist Zabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Ich möchte zuhören. Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Wenn du mir einfach sagst, wird... Okay, alles klar. Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür, Beeilung! AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Verstanden? Alles klar. Ja, machen wir so. Verstanden. Eins, zwei, drei! Okay. Los geht's. Go, halt den los. Kopf. Wow. Sprinten wir mal. Wir gehen in Sicherheit. Los, gib in Deckung. Scheiße. Was zum Teufel? Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe. Nimm die. Ah, okay. Ah ja. Seid ihr sicher? Wahrscheinlich nicht. Rechts von dir! Schieß auf sie! Oh, Scheiße! Pass auf! Ei, das ist gar nicht so leicht hier zu schießen. Oh. Oh je. Naja, wir werden ja jetzt noch nicht aussteigen. Wir haben es ja sicherlich überlebt. Aber das ist gar nicht mal so leicht hier zu schießen, ey. Scheiße. Mal gucken, ob man die Sensibilität auch einstellen kann. Oh Gott. Na, der Baum hat gesessen. Hallo? Kyra sei Dank. Hier ist Zabal. Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Wow. Sehr, sehr geile Grafik. Oh, Grundlagen des Schleichens. Mhm. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner im Begriff sind, dich zu entdecken. Sie ist vollständig gefüllt und blinkt, wurdest du entdeckt. Drücke nach rechts, um einen Stein zu werfen und Gegner abzulenken. Mhm. Drücke Kreis, um die Hocke zu gehen. So verhinderst du Sichtbarkeit, verursacht weniger Geräusche. Alles klar. Also heißt... Findet ihn. Oh, da sind sie ja schon. Willst du König Min sagen, dass er tot ist? Nein! Dann sieh dich um. Such in den Büschen. Vielleicht versteckt er sich da. Okay. Ich kann dich nicht hören.
Hier haben wir schon mal den ersten. Wir da rankommen. Was zum? Ja, es hat schon mal gelohnt. Ja, drei. Sehr geil. So. Oh, schöne Knarre am Start. Aber okay, wir gehen mal aufs Ganze. Scheiße! Das war ja kein langer Einsatz hier. Oh. Oh Gott, oh Gott. Scheiße! Greif ihn an! Greif ihn an! Nee. Das hat's nicht gebracht, Leute, das hat's nicht gebracht. Aber sind ja überall die Kunden, Mann. Scheiße. So, den hier schnappen wir uns nochmal. Was war das? Das lief ja schon mal ganz gut. Gut, jetzt haben wir 15 Kugeln. Das ist ja nicht gerade doll. Okay, was war das? Keine Ahnung. Dass die uns nicht sehen, also. Scheiße. Hä? Was zur Hölle? Da ist ja auch gar kein Weg, also. Oh nein, nicht nochmal eher. So. Wir werden jetzt. Oh ne, warte. Wo ist jetzt meine Waffe? Ich will ja nicht die Waffe, ich will ja. Okay, so zwei haben wir schon mal. Gucken, ob jetzt hier noch einer ist. Auf jeden Fall scheinen sie hier rumzustreunen. Ging ja schon mal ganz gut. Okay, sie hauen ab. Nee, doch nicht. Ist da draußen jemand? Du nennst dich selbst ein Krieger? Ha! So, den haben wir schon mal jetzt. Ja,
Oh, Tiere aufschlitzen vom Bauch. Köder. Okay. Öffne das Waffenrad, indem du gedrückt hältst und wähle Köder, um Raubtiere anzulocken. Okay. So, schauen wir mal. Hier kann man ja chillen. Oh, was war das? Den Ausblick kannst du ja schon. Haltet die Augen offen, Leute! Ah, okay. Ich finde dich, Gale! Wo versteckst du dich? Heiklich! Okay. Ach, Quark! Was? Guck mal, da zerlegt er die! Warum kommst du nicht aufgehen? So, wir sprinten mal lieber. Bevor uns der Bär noch angeht hier. Das ist ja cool. So, einmal quer übers. Oh, da sind schon die nächsten. Kamera. Drücke um die Kamera. Zücken, wegzustecken. Ziele mit R und drücke sind mal 2. Okay, die Kamera markiert sie und verfolgt ihr Bewegung durch die Wände durch. Aha. Dazu war das doch. Erstmal den Kunden da drüben holen, aber was gibt es hier noch zu durchsuchen? Irgendwas ist ja hier markiert. Oh, eine Schussweste. Okay, wie kommen wir da ran? Anscheinend nicht. Oh, ist auch schon wieder alles voll mit den Leuten. Aha. Da, sehr schön. Das ist natürlich geil. Den haben wir noch übersehen. Wir gehen einfach mal hier hinten lang. Nee, das bringt jetzt auch nichts. Dann holen wir uns jetzt erstmal die Boys hier. Zwei weniger. Okay. Er kann da nicht ewig drin bleiben. Holt ihn! So eine Scheiße. Hier ist nicht verdammt. Der andere jetzt hier.
Ah, das gefällt mir sehr gut, das gefällt mir sehr gut, das Spiel. Man kennt jemand Kommandos noch von früher. Das war auch so ähnlich, das war halt noch in 2D. Aber da musstest du auch mit deinen Einsatztruppen sehr taktisch vorgehen. Wenigstens braucht man nicht 1 Million Schuss, um den Gegner zu töten. Also wenn du einigermaßen zielen kannst. Ah, hier, eine Kiste unter Wasser, guck mal an. Schön. So, weiter geht's. AJ, mein Junge, bist du beschäftigt? Stört's, wenn ich dich anrufe? Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabben-Rangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was, seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Okay, ein Checkpoint. Das heißt... Boah, guckt euch mal die Grafik an. Ist das genial. Also, wenn ich es schaffe, in mein Leben da nochmal hinzukommen. Auf alle Fälle, ey. Das wäre der Hammer. Ja, guckt euch mal den Film 7 Jahre in Tibet an. Ist eigentlich relativ... Ah, okay. Ist eigentlich relativ bekannt mit Brad Pitt. Schon ziemlich alt. Oh, danke. Für manche vielleicht ein bisschen langatmig. Aber... super Hintergrundstory. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Dankeschön. Boah. Guckt euch das an. Wow. Also die Spiele heutzutage, ey. Boah. Mega geil. Die Spiele heutzutage sind der Wahnsinn, wenn man das vergleicht mit früher. Und wenn wir noch ein paar Jahre warten und dann hast du alles in Virtual Reality. Ey. AJ, du hast es geschafft. Sehr ja, gut, Sohn, ey, Leute. Mohan. Warum hey, hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gay. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Pagandin wird alles dran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird einen Kampf geben. Stellung.
hoch, geil. Lawine! In Deckung! Lawine! AJ, Lawine! Oh, Scheiße! Ah, okay. Es war anscheinend gewollt. Also eine Lawine zu überleben, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Ja, das ist danke. Gut so, oder? Würde ich mal sagen, ja. Prolog beendet. Ja, danke fürs Einschalten, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video.